Herzlich willkommen. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir wieder in Norwegen. Diesmal bin ich hier mit Björn Otto von Angelreisen Halvar. Wir sind im Besshacker auf einem Angelfestival. Und was macht das Festival und dieses Revier so besonders? Also erstmal das Revier und die Lage der Häuser, die gute Infrastruktur. Wir haben hier einen Supermarkt, wir haben hier eine Tankstelle direkt vor Ort. Wir haben ein geschütztes Revier, können aber auch Offshore fahren und das auch mit recht kurzen Wegen. Große Bandbreite der Fische. Also das sind so eigentlich die Schlagpunkte, die man hier hat, die ich ganz toll finde. Alles hier in kurzen Distanzen, die Boote, die Filetierhäuser. Also es ist schon eine schöne Ecke. Und wir werden die nächsten Tage die Teilnehmer begleiten, gucken, was da ans Band geht. Wir werden selbst auch ein paar Tage fischen, schauen, was wir da kriegen. Vielleicht probieren wir es mal auf Pollack, vielleicht mal auf Längen. Wir werden einfach mal schauen, was da geht. Wir sind gespannt, wir sind heiß, machen nachher das Gerät fertig, dann geht's raus und seid mit dabei. Seid mit dabei, wir geben uns Mühe, euch schöne Fische zu zeigen. So, ich begrüße alle zum Angelfestival 2023 hier in Besshacker und wollte so ein bisschen was dazu sagen, wie jetzt der Ablauf ist, also heute mit dem Frühstück. Und wir machen eine Wertung, ein Wertungsangeln, wo jeder dran teilnehmen kann, aber nicht muss, wie er möchte. Es wird der größte Fisch jeweils gewertet. Wir haben unterschiedliche Fische, das ist Dorsch, Seelachs, Pollack, Seehecht, Leng und neuerdings Plattfisch. Also da zählt auch der Heilbutt. Alles, was flach ist, kommt mit in die Wertung rein. Was ich noch dabei habe, ganz am Anfang jetzt gesagt, da vorne steht jemand mit der Kamera, das ist der Jesko von Rute und Rolle. Der macht ein kleines Video. Da hinten haben wir sitzen einmal den Tore, das ist hier der Besitzer der Anlage, der gute Geist der Anlage. Dann die Jacqueline, die Anlagenmanagerin auch, die zweite gute Seele hier im Dorf. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die jederzeit ansprechen. Geplant ist noch, aber das würde ich gerne wetterabhängig machen. Ein Grillabend. Der letzte Wertungstag ist der 12. Also alles, was bis 14 Uhr. 14 Uhr würde ich zum Abschluss noch mal rumgehen. Das geht noch mit in die Wertung rein. Und wir gehen danach, 16.30 Uhr treffen wir uns wieder hier im Kro, machen ein Abschlussessen, machen die Siegerehrung. Und das ist so der Plan, wie das Festival jetzt erstmal laufen soll. Der Tore, der stellt sich noch mal kurz vor, sagt ein paar Takte. Wir hatten lange Zeit gemacht, diese Geschäft im Besshacker Anfang mit die zwei ersten Rubus im 1990. So, das sind 33 Jahre meiner Schule. Es geht und jetzt habe ich so sehr zufrieden, dass Jackie gekommen ist. 3 Jahre sind? Ja. Ja, dritte Saison. Ich würde dann nach dem Frühstück die Kapitäne zu mir bitten, vielleicht mit dir zusammen, wie die Bootsführer sind. Und dann würden wir das Ganze schriftliche erstmal machen und danach die Bootseinweisung. Und bitte, ja, seid vorsichtig mit dem Wetter. So, dann machen wir jetzt auch gar nicht lange Rede, kurzer Sinn. Frühstück ist eröffnet. Der erste Fisch der Tour. Ein schöner Pollack hier direkt vor den Hütten. Keine, ja, noch nicht mal 2 Minuten draußen, 1 Minute draußen. Beim Köderfischangeln kam der gerade, richtig schöner Fisch. Herrlich.
aber da kann man schon mal Wittling zu sagen. Ja, da kannst du wirklich Wittling zu sagen. Wo kam der hier auf? 90 Meter, glaube ich. Auf 90 Meter? Ja. Auf dem Fischfetzen? Ja. Ja, und das ist der nächste. Ja. Schlag auf Schlag hier. Ja. Und was für schöne Wittlinge. Und da kommt schon wieder der nächste. Wieder ein Wittling? Sieht so aus. Was für Wittlinge. Ja. Oh, ein Wittling. Das sind Schellfisch, oder? Das sind Schellfisch. Jo, Shelly. Schöner Wittling auf Makrelenfetzen. 80, 90 Meter tief. Ja, Petri. Petri, Dank. Und da kommt der nächste. Petri. Was schätzt du, wieder ein Wittling? Ich denke Wittling, ja. Hoffen wir nicht, dass der Kollege mittendrin ausgestiegen ist. Nee. Oh. Da wirst verrückt. Ein Seelachs. Der erste Seelachs der Tour. Naturköderangeln in Besaker. Breite Palette. Ab und zu ein Schellfisch, Wittlinge, schöne. Und jetzt auch sogar ein Seelachs mal dabei. Schöner Küchenseelachs. Wenn man sieht hier zwischen den Scheren im Fjord, also alles ufernah auch für einen Schlechtwettertag, gefängt man Fische. So, gucken wir mal, was da kommt. Was haben wir? Wieder ein Wittling. Ja, der nächste Fisch. Rute ist ordentlich krumm. Hat auch eben einmal kurz Schnur genommen, oder? Ja, direkt am Anfang. Er ist richtig in Bremse gegangen. Jetzt habe ich ihn ja schon so 10 Meter hoch. So ab und zu macht er nochmal so einen Meter. Bocken tut er wie ein Dorsch. Ja. Ein guter Seelachs. Ein Seelachs, jawohl. Na, du? Hier keine Selbstbedienung. Und das alles hier in Wurfweite von den Felsen. Im Moment läuft Makrelenfetzen richtig gut. Tolle Bandbreite hier in Mittelnorwegen vor Besaker. Und jetzt haben wir eigentlich schon einige Fischarten gefangen. Und das für einen Tag, wo wir gesagt haben, komm, rausfahren wir heute noch nicht komplett. Lassen wir es entspannt angehen, aber eigentlich ist man permanent am Drillen. Und da drillt der Björn schon wieder. Ist nur schwer, der ruckt gar nicht. Jetzt hat er Tageslicht gesehen. Oh, guck dir das an. Und Wittling und Hai. Da kommt der nächste Fisch. Oh, oh. Ein Dorsch. Ein Dorsch und ein Seelachs. Ja, Petri, schöne Doublette. Hat sich gelohnt, nochmal runterzulassen. Ja, Petri. Ja, vielen herzlichen Dank, Dirk. Das war auch bisschen hast du gebracht. Besacker zum Besacken. Erster guter Tag und da kommen die richtig guten ersten schönen Fische raus. Leng, Seelachs, Pollack. Hallo. Hallo.
der roten Mütze. Was sagt er denn hier? Also Makrelen sehe ich. Ein Dorsch. Dorsch. Also den Dorsch kannst du noch selber abnehmen. Ich habe auch ein Foto gemacht. Der Rest ist gehacktes. Der ist. Wir gucken mal. Guck mal. Wenn er sowas hat, dann lass uns dieses Gerät da. Guten Morgen aus Besaker. Morgens früh rausgefahren. Wir haben noch ein bisschen Welle, aber eigentlich nur Schwell. Also wenig Wind. Und sind hier gerade einen 20-Meter-Berg angefahren. Abgelassen. Zweiter Wurf. Da kommt er. Schöner Küchenfisch. Erster Fisch des Tages. Und man sieht, die haben richtig Schmacht. Der hat den Gummi voll weg inhaliert. So, jetzt beim Dorschangeln. Auf 60 Meter Tiefe, auf dem Gummifisch kam jetzt diese schöne Länge. Ja, so kann der Tag starten. Da ist die Rute schon wieder krumm. Köderst du dran, Pilka mit Makrele? Pilka mit Makrele auf 35 Meter. Makrelenliebhaber. Ja. Und es geht weiter in Besaker. Bei richtig tollem Traumwetter, Sonne, leichte Welle. Schön mit dem Pilka, Makrele dran. Lassen wir uns hier gerade etwas tiefer treiben, so auf 80 bis 100. Und wie man sieht, es funktioniert. Da ist schon ordentlich Druck drauf. Gut, der hat jetzt auch tief gebissen, 120 Meter. Makrele, ganze. Und dann am Pilker und einfach ein paar Meter über Grund angeboten. Aber jetzt kommt er eigentlich ganz gut. Anfang ein paar Meter Schnur genommen. Schöner Seelachs. Er hängt knapp, aber er hängt. Schöner Seelachs. Aus 120 Meter Tiefe. Auf Makrele hat er gebissen. Petri, dank. Und weiter geht's. Schöne Fische. Richtig schöner Fisch. Das ist der Pinkiller. Schöner Fisch. Ja, schöner Fisch. Herrliches Wetter. Was das wohl wird? Wie viele Meter noch?
Da kommt er. Kräftiger Junge. Eieiei, was ist das denn? Das ist ja ein Monster. Nicht schlecht. Das ist eine Rakete. Ja. Der Pilger war weg und das war ja kein Drill. Ich sag doch, ich habe ihn hochgeschleppt. Wir haben ihn geschleppt. War fest. Na, war fest. Er hat einen Hacker. Er hat einen Hacker gehabt und da ist er eingestiegen. Oha. So, und dann. Ich habe nur mal geschleppt, ich habe bald 100 Meter geschleppt und sag mal, die Schnur muss doch bald mal los sein, das geht doch gar nicht anders. Ne? Und dann haben wir gesehen, irgendwann bewegte sich die Spitze. Oh. Eine Kuttertour machen wir heute, auch interessant für Gäste, die mal hier sind. Auch Leute, die vielleicht nicht ganz so seefest sind, sich nicht trauen, weiter rauszufahren, wird hier eine Kuttertour angeboten, wenn man die buchen möchte. Ist das mit Sicherheit eine tolle Option, die man nicht an so vielen Stellen hat. Ja, da läuft der Wirbel drauf. Hier unten geht die Perle, dann zwei Gummiperlen, damit ihr den Knoten nicht kaputt haut. Und wenn ich jetzt angel und ziehe in der Richtung, dann kann jetzt der Lenk oder der Fisch beißen. Ja, und ich gebe die Schnur nach, So über 2 Meter kann ich nachgeben, bevor der Fisch merkt, dass da Gewicht an Blei dran ist. Und so kann man auch die vorsichtigen Fische meiner Meinung nach einfacher fangen. Der wird ein bisschen mit Draht gesichert, damit das schön hängt. Und da sind 2 Knicklichter drin. Kann man sehen hier, 2 Knicklichter sind da drin, damit ein bisschen leuchtet. Das ist mein Lenkkoffer. So angel ich seit immer und ewig. Mahlzeit, Männers. Moin. Nicht zu messen. Nicht zu messen? Nicht zu messen. Wieso denn bloß? Bitte? Wieso denn bloß? Ich hab hier auf dem Boot gelegen und ein bisschen geschlummert. Wir sind hier noch auf Leng. Zumindest versuchen wir es. Heute war ein bisschen mehr Wind angesagt für später, deshalb haben wir es wirklich in Hausnähe probiert. Haben wir uns eine Kante ausgesucht, die wir schön parallel treiben können, so bei gleichbleibender Tiefe. Und jetzt ist einer, ich gucke gerade aufs Echolot, bei 160 Meter kam ein Biss. Aber das dauert noch ein bisschen, bis der oben ist. Jung, dynamisch, ohne Elektrorolle. Schnur geht langsam weg.
recht viel Gewicht dran, 700 Gramm. Also Schellfisch und Wittling kann ich ausschließen. Jetzt ist nur die Sache, wie groß ist er? Gutes Gefühl? Ist immer ein gutes Gefühl, wenn man einen Fisch an der Angel hat. Anstrengend? Leider ja. So muss das sein. Dadurch, dass ich jetzt ein recht großes Gewicht dran habe, habe ich eine Rolle mit einer kleinen Übersetzung. Auch wenn das nicht so aussieht, es kurbelt sich leichter. Jawohl. Da kommt er. Ein Lump. Mach ihn nicht fertig, ey. Ein schöner Lump. Nee, halt! Nein! Jo! Butt! Kleiner, aber Butt! Der kam gerade auf 20 Meter, 125 Gramm Gummifisch. Kleiner Küchenbutt, aber den schmeißen wir wieder rein. Ich denke mal, ich messe den erst gar nicht, der soll schnell wieder ins Wasser. Da wird irgendwas so 75, 80 irgendwas drin. So, werd groß und mach viele Babys. Ich begrüße alle zum Abschlussabend vom Angelfestival 2023 hier in Besaker. Ich hoffe, alle hatten eine schöne Zeit. Ein paar schöne Tage, erholsame Tage, ein paar schöne Tage auf dem Wasser. Erstmal freut es mich, dass alle wieder gesund hier sitzen, dass unser Nachzügler noch gekommen ist, der Erich. Ganz großes Lob mit 83, Angelfestival, finde ich super. Fisch hat Flossen, er schwimmt, also man kann nicht immer ja, so das kriegen, was man möchte. Es sind gute Fänge gefangen worden, es sind wirklich tolle Fische dabei. Und bevor ich jetzt gleich zur Siegerehrung komme, von den einzelnen Leuten, würde ich sagen, erstmal eröffnen wir das Essen, alle mit einem vollen Magen und dann sehen wir uns wieder hier und gehen zur Preisverleihung. Guten Appetit! Danke. Wir sind die Hände zu laut, ich gestehe, die Hände so ein bisschen dort. Die sind schön, weil es dann am Blut entsteht. So, ich hoffe, alle sind satt geworden. Es hat geschmeckt. Wir fangen jetzt als erstes mit den größten Fischen an. Den ersten, zweiten, dritten Platz für danach, das heben wir uns auf für den Schluss. Fangen wir an mit dem Dorsch. Dorsch war der größte, 1,12 Meter von dem Mike. Gratuliere mir, mein Freund. Danke. Prima, Mike. Ein Groß. Danke. Der nächste wird dann 1,16 Meter. Hoffentlich. Danke. Und jetzt haben wir einen Seelachs. Den Seelachs, der wurde von einer Dame gefangen, von der einzigsten Dame, die wir hier im Raum haben. Und von der Mariola Dabrowski. Der war 86 cm. Der ist noch ausbaufähig, aber war der größte. Jetzt haben wir den Pollack. Und der wurde gefangen mit 85 cm. Auch von dem Mike Petri. Das war jetzt nicht so geplant, jetzt kriegst du schon wieder ein Paket, hör mal. Hey, danke dir. Die Jahreszeit war ja für Seehecht eigentlich ganz gut, aber auch nur die Jahreszeit. Aber es wurden trotzdem welche gefangen und ich finde auch ein sehr schöner von 1,05 Meter und wieder von der Dame. Nehmt euch ein Beispiel. Und jetzt kommen wir schon mal zu einer ordentlichen Hausnummer. Und zwar Leng wurde gefangen von 1,71 Meter von dem Michael Otto. Warte mal, ich habe nämlich noch was vergessen. Da kriegt nämlich jeder auch noch einen Pokal, so ist es ja nicht, ne? Wo haben wir den Leng? Den Leng, den haben wir hier. Jetzt hole ich das eben nach. Der Mike bekommt für den Dorsch und für den Pollack noch einen Pokal. Einen für die linke und rechte Seite. Der Seelachs und der Seehecht. Für die Dame, ich komme. Komm vorbei. Bitteschön. So, und jetzt haben wir noch den Plattfisch. Ganz schön, dass auch ein Heilbutt rausgekommen ist. Und zwar von genau 84 cm. Von dem Edgar Treptow. Ich gratuliere dir. Danke.
Ich hoffe, du kannst was sehr damit schön anfangen. Dann klappt das auch mit Gummi demnächst. Jetzt haben wir Platz 3, 2 und 1. Wir fangen natürlich mit 3 an. Und das ist der Michael Otto mit einer Gesamtpunktzahl von 305. Vielen Dank. Und jetzt haben wir mit der auf dem zweiten Platz mit 429 Punkten die Mariola Dabrowski. Der sehe ich, der war's. Und der Sieger des diesjährigen Angelfestivals, das ist mit 430 Punkten der Edgar Treptow. Einmal für dich. Der? Danke. Warte, geht noch weiter. Ich habe natürlich noch die Rollen vergessen. Und ich hoffe, du kannst da was mit anfangen. Mit Sicherheit. Guck mal rein. Multirolle. Ja, Multirolle. Multirolle. Ja, umso besser. So, jetzt haben wir noch den zweiten Platz. Der kriegt natürlich auch eine Rolle. Und den dritten Platz musst du beim Tragen helfen. Bitteschön. Ihr hattet alle Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Bleibt gesund. Und ich hoffe, bis bald. Alles gut. Anstrengend lächeln. Das ist mein Weg. Ja, das war das Festival im Besseker 2023. Wir hatten wirklich eine schöne Zeit hier. Auf jeden Fall. Es kamen sehr gute Fische raus. Mhm. Leider ist die Zeit schon wieder vorbei. Ich wäre gerne noch ein paar Tage geblieben. Gerade jetzt die Sonne scheint und ja, ich hätte gerne noch ein bisschen weiter gemacht, aber auch schöne Zeit geht irgendwann mal vorbei. Und es war eine bunte Fischerei. Wir hatten hier Seehechte, Top-Längen. Ja, auf richtig, jeden Fall. Richtig gute Längen. Wir hatten hier Seelachse, Pollack, große Dorsche kamen auch noch raus. Eigentlich super. Heilbutt hatten wir. Heilbutt kam sogar auch noch. Genau. Hatten wir relativ wenig drauf geangelt. Genau. Hat uns auf jeden Fall sehr gefallen, den Teilnehmern glaube ich auch. Da gehe ich von aus. Die Boote waren super, die Unterkünfte hier traumhaft am Wasser direkt. Genau, die Betreuung vor Ort, die ist klasse. Also da gibt es nichts zu meckern. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen da, wie immer. Gebt uns ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Euer Jesko. Und euer Björn. Ciao. Ciao, ciao.